pass auf. Stoß dir nicht den Kopf. Ganz schön dunkel und eng hier. Der Boden macht auch keinen gemütlichen Eindruck. Es muss schlimm sein, allein an so einem Ort zu wohnen. Denkst du nicht auch? Wenn es nach mir ginge, würde ich den Oni einfach einladen, bei mir zu Hause zu wohnen. Das ist echt lieb von dir. Ach Quatsch, gar nicht. Ich mag den Oni eben einfach. Wobei, wenn der Oni echt bei mir auftauchen würde, wäre das ganze Dorf in Aufregung. Okay, das war's. Oh je, die Sonne geht ja schon unter. Ist es etwa schon so spät? Am besten heben wir uns die letzte Infotafel für morgen früh auf. Aber wir sind doch jetzt schon hier. Oh, da fällt mir ein. Heute beginnt ja das Maskenfest beim Kulturzentrum. Das ist ein Fest, bei dem alle Besucher eine Maske tragen. Und du könntest ja auch vorbeischauen. Ich will dich natürlich zu nichts drängen, aber das wird sicher lustig. Ja, das klingt toll. Das klingt sehr gut. Ich kann dich gern hinführen. Das wird sicher ein Riesenspaß. Bevor wir zum Fest gehen, muss ich noch kurz daheim vorbeischauen, um was vorzubereiten. Mein Zuhause ist im Nordwesten des Dorfes. Hast du zufällig eine Karte? Oh stimmt, im Smart Rotom gibt es ja eine Karte. Ich versuche mal, dir den Ort als Ziel zu markieren. So, eine Karten-App ist schon echt praktisch. Irgendwann will ich auch mal ein Smart Rotom haben. Okay, wir sehen uns dann bei mir zu Hause, ja? Geh du ruhig vor. Okay. Etwas vorbereiten könnte heißen, dass er sich dann umzieht für das Maskenfest. Das heißt, wir ziehen uns dann genauso um. Ah, zu Hause von Hana und Jo. Okay. Alles klar. Fliegen wir mit Koraidon dorthin. Kann ich da nicht fliegen? Ich kann hier nicht fliegen. Warum kann ich hier nicht fliegen? Ich will hier aber nochmal alleine rein. Ach so, das war's schon. Okay, da gab es dann echt nicht viel zu sehen. Aber Ogapon war ja eben gerade. Müsste ja hier irgendwo gewesen sein. Ja, von hier aus sollte es klappen. Jumpen wir hier runter. Brauchen wir uns auch nicht teleportieren, so schnell wie man jetzt mittlerweile schon da ist. Okay. Bäm. Obi, ich bin wieder da. Oh, willkommen daheim, Jo. Wen hast du denn da mitgebracht? Das ist Bela. Er nimmt auch an der Exkursion teil. Ah, verstehe. Ihr zwei seid also Freunde, hm? Ja, wir sind Freunde. Ach, echt? Freunde? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es klingt schön. Freut mich, dass du dich so gut mit unserem Jo verstehst, Bela. Nanu, hast du einen Freund mitgebracht? Ja, das ist Bela. Und das hier ist meine Omi. Ach, wie schön. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Bela. Huch. Schaut nur, wie spät es schon ist. Du meine Güte, beinahe hätte ich es fast vergessen. Heute Abend fängt ja das Maskenfest an. Na dann, ihr zwei. Ich habe genau die richtige Kleidung für euch. Damit seid ihr perfekt auf das Fest vorbereitet. Oh, endlich. Oh, das wird so gut. So gut wird es. Okay, okay. Wartet hier kurz. Die Haare müssen dann auch noch hergerichtet werden. Okay, kriegen wir jetzt beide noch einen anderen Haarschnitt, oder was? So, das sieht doch schick aus.
Mega stylisch. Wie geil ist das denn? Voll die Assi-Palme, okay. Wow. So habe ich mir das vorgestellt. Das steht hier wirklich prächtig. Ja, es fühlt sich fast so an, als hätten wir noch einen Enkel dazu bekommen. So fesch, wie du aussiehst, findest du sicher auch hier für eine Verwendung. Eine grüne Style-Karte? Okay. Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Oh. Bei Kleidergeschäften und Friseuren in der Stadt hast du damit wohl noch mehr Auswahl. Oma, weißt du, wo meine... Oh. Hä? Was machst du denn hier? Bela und ich gehen gleich zusammen zum Maskenfest. Darum. Aha, sag bloß. Das kann dir doch egal sein. Was machst du überhaupt hier, hm? Richtig, Oma. Ich kann meine Maske für das Fest nicht finden. Eigentlich müsste ich sie letztes Jahr in den Schuppen geräumt haben. Die Tür sollte offen sein, also geht doch zusammen nachsehen. Alles klar. Wer da als Letzter ankommt, ist ein faules Owei. Okay, ich hab echt Style. Entschuldige den Tumult, Bela. Die beiden sind ungestüm wie eh und je. Gott, oh Gott. Ich stelle mir die Haare echt zu Berge, ne? Krass. Ah, ich fass es nicht. Oh Gott, sie rastet gleich aus. Hanna, Bela ist hier. Fühlst du dich schon richtig zu Hause, so wie du hier rumstolzierst, hm? Im Schuppen waren jedenfalls nur zwei Masken. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dann gehst du halt ohne Maske. Nee, es ist Maskenfest. Ach komm, jetzt guck nicht so betröppelt. Als Entschädigung bekommst du jetzt zu sehen, wie gut ich in meinem Festoutfit beim Kämpfen aussehe. Nein. Echt jetzt? Mein Team ist zu schwach. Es bringt nichts. Oh, ich hasse euch alle. Pokémon-Trainerin Hanna. Oh. Lass dich ruhig von meinem hübschen Look ablenken, damit ich dich fertig machen kann. Euch ist bewusst, dass hier alles komplett besiegt ist, ne? Und sie hat halt 4 Pokémon einfach. Ah, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin völlig verzweifelt gerade. Könnt's jetzt nur so probieren. Aurarad. Jo. Ich weiß aber gerade nicht, was Morpeko in... Okay. Ah, es ist paralysiert. Das DLC hat sich irgendwie gegen mich gelegt. Gewendet. Ich weiß es nicht. Warum ist es denn so? Paralysiert mich erst und macht mich dann fertig. Nett.
Top-Beleber. Das Problem ist einfach, was ich habe. Doch, wir nehmen jetzt mal Knuddler. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das wird wohl nichts. Das ist echt nicht normal. Das ist wirklich nicht normal hier. Könnt ihr vergessen. Ich habe keine Möglichkeit. Yo, 7080 an Preisgeld. Heftig, mir wird schwarz vor Augen. Okay, der Plan mit der Herausforderung und etwas niedrigerem Level der Pokémon scheint irgendwie nicht zu klappen. Ja, wir müssen echt ein bisschen vorsichtiger sein. Und vor allen Dingen klappt es halt leider überhaupt nicht. Mit dem, was ich mir jetzt hier so vorgestellt habe, funktioniert leider nicht. Dann müssen wir ein bisschen nachhelfen. Gerade gucken. Getragenes Item einmal verstauen, jawohl. Und einmal nochmal in den Beutel. Also dann muss es halt jetzt anders laufen. Mit Stufe 100, da will ich das Ganze allerdings auch nicht zu Ende führen. Deswegen müssen wir das jetzt anders machen. Ich habe gedacht, ich komme mit Krokel hier vielleicht sehr gut durch, aber keine Chance. Da müssen wir einmal durchentwickeln. Schade. Echt ziemlich schade. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ja, aber es reicht von den Attacken, reicht es halt einfach nicht. So, einäschern damit weg. So, somit wäre es Stufe 61. Wir geben hier mal noch 2 hinzu. Auch Stufe 61. Wir boosten jetzt hier die ganzen Pokémon mal eben durch. Das kann echt nicht sein. Okay, Strabek hat sich zu einem Folikon entwickelt. Es führt ein ruhiges Leben zwischen den Wurzeln. So. Hat das noch eine zweite Stufe? Nein. So. Wir machen hier noch einen Ariados raus.
Weil so macht mir das keinen Spaß. Ich verliere hier, ich kann gegen keinen einzigen Trainer kämpfen. Ich finde es halt nur echt ein bisschen schade. Ich hätte mir echt gewünscht, dass wir doch ein bisschen mehr mit Herausforderungen hier durchgehen können. Gut, aber so arbeiten wir wenigstens den Pokédex etwas weiter. Klebenetz. Wie Senior. Agilität. Problem ist, dass diese ganzen Pokémon im Endeffekt halt auch nicht so wirklich gute oder viele Attacken können. Das ist so ein bisschen das Problem hier an dem Ganzen. Giftfahren. Ach ja, das ist aber auch so ein Pokémon, was aus meiner Sicht her nicht so wirklich was kann, ist das Problem. Gehen jetzt hier gerade mal in die Pokémon-Boxen rein. Ob wir hier noch Quiekel könnten wir noch nehmen. Statt Ariados. Und Kleinstein nehmen wir anstelle von Senior. So, wir haben natürlich hier auch noch die Möglichkeit, auf die Event-Pokémon zuzugreifen. So, aber die sind auch alle Stufe 100. Würde ich also auch ungern benutzen. Jetzt weiß ich halt nicht, ob wir sonst noch irgendwas haben. Das sind die ganzen Pokémon-Eier, die ich noch habe. Gut, oder wir nehmen halt notfallmäßig hiervon noch eins mit. Wäre vielleicht eher was, oder? Einfach als Notfall auf die Pokémon hier zurückgreifen können. So hätten wir die drei und sonst halt auch noch die drei, worauf wir zurückgreifen. Passt. So. Okay, genau, wir haben jetzt den Kampf noch vor uns und den werden wir diesmal hoffentlich gewinnen. Vulpix am Dach? Macht gar keinen Sinn, gar nicht. Warum ist das da oben? Okay, diesmal wird's, versprochen.